Oh, der Fick, der ist gut. Scheiße. Oh, was kaufen wir jetzt? Hast du geforst? Der Fick forst einfach. Ich habe auch bald noch eine mittelgroße Überraschung für euch. Das wird ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Campen geht gerade ab, Junge. Willkommen zu einer weiteren Runde CS:GO. Ich bin leicht übermüdet, aber dennoch kann man hier Neihau ohne End. Gut, direkt mal angesagt, wo lang der Hase geht. Also wenn ich der Hase wäre, aber ich bin ja der Global. Von daher ist es egal, wohin ich gehe. Überall, wo ich stehe, fallen die Lights. Oder auch nicht, ne? Hm. Wie lang? Nein, 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 nein. Oh, fuck. Mobby short. Ah, Mann. Wie ich gerade rumgeaimt habe. Alter, wie so ein Hinkel. Na, was ist bei euch so los? Wie geht's euch? Erzählt doch mal. Wie war heute euer Tag? Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt, beziehungsweise gestern. Das Video ist für morgen. Das erste Mal seit Wochen, dass ich zumindest aufnehmen kann im Voraus. Nicht unbedingt schneiden und fertig machen, aber ich kann zumindest das Video für morgen jetzt schon aufnehmen. Aber ja, wie läuft's bei euch so? Wie hat bei euch das Jahr 2017 angefangen? Schön? Prächtig? Eher so mittelprächtig oder ganz schlecht? Ich bin eigentlich bis auf den Stress wegen den Prüfungen doch ziemlich zufrieden. Stehe jetzt da kurz davor. Die Prüfung, die ich zwingend schaffen muss, weil es sonst ein Drittversuch werden würde, die habe ich sicherlich im Griff. Nein! Mann, 86! Warum könnte das nicht einfach direkt... Ich habe ihn doch in die Fresse geschossen. Warum fällt er nicht einfach rum? Oder war das nur ein Hals? Hat er dein speckiges Kinn oder wie? Was kaufen wir jetzt? Hast du geforst? Der Fick forst einfach! Sollen sie doch wenigstens ansagen, dass sie jetzt forsten oder wie auch immer. Ich meine, es gibt zwar so feste Spielweisen und Regeln. Wenn wir das machen, machen wir dies. Aber diese Denkweisen sind ja... Fuck, Mann! Es waren zwei verschiedene! Junge, Junge, mein Freund. Ich werde jetzt einfach mal so wie meine Mates spielen. Ganz, ganz langsam, weit hinten stehen bleiben und dann die Kills klauen. Ja, ja. Bin jetzt nicht alleine auf B, Kinder. Was soll denn das? Da kann ich mich auch direkt eingraben. Okay, die haben lieber... Bombi short. Merkst du was? So läuft das, wenn man langsam spielt. Geht's einfach zu den Kollegen hoch und zack, bumm, fertig ist die Laube. Leute, und denkt dran, nächste Woche, der Livestream ist nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch. Die Zeit bleibt die gleiche. 19:30 geht es los. Na, wird gepimmelt. Und ja, natürlich gibt es auch wieder mindestens ein Giveaway. Oh, komm, er klaut ihn mir, Mann! Schon verf... Ich habe auch bald noch eine mittelgroße Überraschung für euch. Das wird ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Ich will damit aber noch abwarten, bis es bestätigt ist, beziehungsweise bis es auf dem Weg ist. Und dann kann ich euch da Bescheid geben. Da werden dann echt richtig coole Sachen entstehen. Und ihr habt sicherlich auch alle mitbekommen, Big Wallen ist wieder fresh on the Stizzle. Alter, ich gehe wieder vor, ich bin so dumm. Big Wallen ist wieder da auf YouTube. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich einen Instant hier verlinken. Falls es nicht, gebt einfach Big Wallen ein. B-I-G-W-A-R-L-Y-N. Big Wallen. Big Wallen. Okay. Nein! Du Wixbeutel, jetzt defused meine Bombe, Alter. Ganz klar, das war Moini. Nee, Quatsch. Er hat, glaube ich, alle Kills gemacht und ich habe einen gemacht. Oh, guck mal, da haben sie wieder eine Fantasiesprache erfunden, die Jungs. Krass. Echt krass. Wo ist das gute alte Englisch hin? Ich weiß es nicht. Komm, ich bestimmt gleich für so. Ist ja schon einer in der Smoke. Ja, nice. Ich werde jetzt mal hier warten. Die kommen ja sicherlich nur kurz, oder? Obwohl, wer weiß, wer weiß. Scheinbar sind sie auf A. Ja, nice. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Also die Geschichte hinter diesem Graffiti kannte ich jetzt nicht. Ich kenne die von diesem AWP-Kerl da auf Cash. Aber diese? Ja, ja, ja. Ich bin sehr, sehr froh, wenn jetzt erstmal nächste Woche zur Hälfte um ist. Denn wenn der Mittwoch erreicht ist, habe ich meine zwei dicken, fetten Prüfungen hinter mir. Ich habe da noch zwei nach wie vor recht große Prüfungen vor mir. Aber das sind beides Erstversuche. Eins ist eine mündliche Prüfung. Mündliche Prüfungen sind für mich zwar eigentlich noch ein bisschen stressiger. Won't be short. Ich bin lieber der, der einfach in der Masse untergeht und vor sich hinschreibt, so wie eigentlich jeder andere Mensch. Niemand ist gern bei sowas wie einer Klausur, Prüfung oder wie auch immer im Fokus der Aufmerksamkeit. Das ist immer scheiße. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, die letzten zwei Fächer sind auch mehr oder weniger verwandt. Das heißt, wenn ich für das eine lerne, lerne ich gleichzeitig für das andere mit so halb-halb. Da komme ich dann ganz gut rum. Die nächste Woche sind einfach zwei Klopper. Das sind solche entscheidenden Fächer, wo es halt sich oft dann auch aufsplittet, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ja. Da gibt es bei uns ungefähr, keine Ahnung, 6, 7 Fächer, wo eben die meisten raus gehen. Ich glaube, bei uns in den Studiengängen ist es so, dass 20 bis 30% eben durchkommen, also den Abschluss dann schaffen und der Rest ist halt weg. Und das sind unter anderem eben jetzt diese zwei Fächer, die leicht haarig sind. Oh Gott, da ist einer auf Short. Hab ich mir gerade in die Hose geschissen, ne? Ich muss mich aber jetzt etwas sputen mit der Runde. Bald kommt mein Grillfriend. Bis dahin sollte ich natürlich möglichst die Sache jetzt zu Ende gebracht haben. Dass ich den da hinten nicht bekommen habe, sage mal 88 oder was? Wie hieß denn der, den ich gekillt habe? Keine Ahnung. Mann, ey, der hat einen Scheiß-Truck. Ich dachte, geil, der fällt jetzt, der Hund. Los, los, los! Ich würde gerne wieder so ein P90-Troll machen, aber das baut irgendwie nur geil drauf auf, wenn sich das Gegnerteam auch schön darüber aufregt. Und mein Gott, ich werde Ork rufen. Ach, um Himmels Wille jetzt, oder? Oh. Ja, bis gleich. So, meine Madame ist etwas früher eingetroffen, als ich erwartet hatte. Sie wartet jetzt gerade schon draußen. Ich muss ganz kurz, ich hole sie gleich ab. So.
So, da bin ich wieder weg. Okay, scheinbar bin ich nicht gestorben. Ja, die Mates haben alles geholt. Hab ich mich jetzt gerade beeilt? Ich wollte nicht, dass die mich kicken, wisch. Oh, jetzt bin ich voll raus. Das ist eiskalt. Mal schauen, was die zwei Kollegen jetzt mit diesem Knilch machen. Komm, die Runde holen sie noch locker. Ich glaube, der ist auf Short, B-Short, ne? Ja. Nice. Ah ja, die wunderschöne Splashy, ha. Huh? Ist so fucking nice. Fick, fick. Super, ich hab wegen dem Fick einfach Ding verloren, Mann. Guck ihn dir an, dieses blöde Stück Scheiße. Oh, die Splash, die geht gut ab. Oh, nein, er steht schon da. Scheiße. Ich wollte jetzt einfach nur noch schnell auf den Spot und planten. Aber da ging nicht viel. Oh, guck mal, 99 in 1. Ich glaube, das war jetzt mein schadensreichster Glock-Schuss ever. Oh, da kriegt er den Arsch geschossen. Oh, der Fick, der ist gut. Jetzt kommt wieder meine allseits berüchtigte Decoy-Taktik. Ihr müsst euch einfach nur einprägen, wo ich die Decoy hinschmeiße. Guck, ihr zieht ungefähr hier hin. Macht dann so und dann macht er so. Und dann fliegt das Ding. Ah, oh, guckt. Ach, das ist super, das Teil. Die wissen dann nie, wo sie sind und wo ich bin. Ich bin Flash, dankeschön. Darf das wahr sein? Das ist das unglücklichste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich werde mal Richtung B gehen und ein bisschen Terror machen. Von hier aus mache ich Terror. So, ultra angefaked, Alter. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Ah, da ist er drin. Schade, dass die keinen Stat-Track hat, Mann. Das ist echt so ultra schade. Das gibt's nicht. Ja. Thank you. Ja. Er geht noch nicht mal die Bombe legen, der Fick. Er geht einfach hin und ratzt den Gegner um. Ich geh mit der Splash so ein bisschen ab, ne? Da ist auch ein Bär drauf. Virtus Pro. Was steht da drauf? Virtus. Ich dachte erst Virus, aber Virtus, naja, okay. Hm. Jedem das seine. So, und ich warte jetzt mal ganz genüsslich auf den hier unten, ohne mir den Sack aufzuschlagen. Warte mal. Ah, die kann man wegschießen, die Dinger. Geil, spricht voll fürs Spiel. Achtung, easy Headshot, easy Experience. War nicht so easy, es war ein bisschen gestruggelt, aber... Okay, sind wohl doch alle auf A. Was? Oh, hä? Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann der denn jetzt bitte schon auf Mitte sein? Wo sind denn die Mates langgegangen? Alle A lang, oder was? Ich laufe da rum, völlig unbeholfen und denke mir, ja gut, wird frei sein da auf kurz, oder wo ich eben war, ne? Jawohl, ich habe einen Drop bekommen. Oh, jemand vorge, yeah. Und die ist sogar voll beskinnt. Dieser neue graue Skin, der ist so krass, ey. Den nennen die Natural Skin oder so. Realistic. Ultra Realistic Skin. Aha. Nice. Ich behalte jetzt mal die M4 ohne Charlie. Irgendwie ist die nicht schlecht. Ich spiele die eigentlich extrem ungern. Ah, Moment, AK hätte ich lieber genommen. Die mit ohne Charlie hat es irgendwie drauf. Die ist schon so ein bisschen nice. Früher war es ja so, dass die Waffen dann mit Charlie weniger Damage gemacht haben. Also bei 1.6 und bei Source glaube ich auch noch. Aber hier ist es glaube ich nur noch bei den Pistolen oder gar nicht mehr der Fall. Ich weiß es nicht mehr genau. Das habe ich ganz am Anfang, als ich CSGO begonnen habe, euch mal gefragt, weil ich mich da überhaupt nicht eingelesen habe. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal mein Wissen auffrischen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nice. Ha! Bitch! Wie ich ihn rausgelockt habe mit dem Molly und dann mit der Nate zerfickt habe, das war so schön. AK. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kriege ich sogar noch ein paar Kills. 11 habe ich immerhin. Das sah vorhin so lächerlich aus, was ich da getrieben habe, ne? Aber man kann ja nicht immer seinen Global-Tag haben, ne? Kann man nicht immer. Nur jeden zweiten Dienstag. Ich gehe jetzt gleich raus zu meiner Madame. Ist wie gesagt eben hereinspaziert. Knallt mich ab. Super, jetzt dauert es die Runde länger. Das kriegen die nie gebacken, die zwei. Was machen sie, die Schleicher, hä? Aber wir sind zum Glück reich. Ich kann sogar legen. So, fett gelegt. Und ich kann noch alles einkaufen. Leute, ich war gerade eben so brutal reich. Guck mal, jetzt haben hier zwei Leute meine AK-Fisti. Ich muss die noch umbenennen, ich weiß. Wie soll sie heißen? Frontside Fisti. Ich habe bald 2000 Kills und so. Oh, unsere Bombe ist AFK. Das ist irgendwie nicht gut. Ist da einer? Ah jo, an dem scheiß Baum, ne? Ich hab's gewusst, Mann. Als hätte ich's gerochen. Und das war wieder so Time-Luck gewesen, ne? Weil eben kam der Mate hier raus und rennt einfach hier lang. Das heißt, der hätte mich jetzt wahrscheinlich noch gekillt, der Sack, der City. Obwohl ich so geschützt war, wie ein Ei. Im Anus der Henne. Nein! Kriegen wir jetzt das scheiß Spiel nicht zu Ende gespielt, Mann. Super, jetzt bin ich natürlich ultra low money. Egal, es wird eine Splashy-Round. Splashy! Es wäre edel, wenn man sich so ein Stat-Track-Modul kaufen könnte für 5 Euro oder sowas und es dann die Waffe dran machen könnte. Und dann sollte die Waffe aber trotzdem, damit man keine Probleme beim Traden bekommt, die dürfte nicht mehr wert sein dadurch. Wisst ihr, was ich meine? Nur deswegen gibt es das im Moment ja nicht, weil die Waffen mit Stat-Track ja extrem viel wert sind und dann das Stat-Track müsste dann angepasst werden und auch dementsprechend viel kosten. Die Waffe dürfte halt einfach nicht teurer werden. Dann könnte man das doch echt easy hinbekommen, dass man Stat-Track einfach drauf baldobern kann. Und die Waffe behält einfach ihren alten Preis, scheiß drauf. Wäre mir völlig egal. Oder meinetwegen ist die Waffe dann auch nichts mehr wert. Wenn ich Stat-Track drauf habe, spiele ich es ja eh für immer. Ja, und schaut das auch noch rein. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt gehen wir jede Runde ab. Ich will doch einfach schnell jetzt fertig machen, verdammt nochmal. Okay, wir forcen jetzt rein. Es liegt jetzt einfach an mir. Ich muss einfach, welche die Ausreden müssen jetzt mal, muss ich jetzt mal bleiben lassen. Wenn das Team verliert, liegt es an mir. Weil theoretisch, wenn ich gut genug wäre, würde ich einfach alle killen und die Bombe legen. Fertig ist der Luck. Da ich das aber nicht hinbekomme, verlieren wir. Oh, flashen sie mich. Ich will jetzt halt nur nicht lucky weggeholt werden. Das wäre scheiße. Einer connecte, der bitte connecte. Was war das gerade für ein...
Nein! Ich bin einfach jetzt gerade so drauf wie ein granteliges Kind. Wie so ein übermüdetes, granteliges Kind. Oh mein Gott, er hat es echt gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zu diesem Punkt. Daumen nach oben geben. Dann gibt es nämlich auch Weltfrieden und sowas. Also ich versuche es einzurichten. Danke für alles. Ciao, ciao.